Horst, zum Abschluss der englischen Woche steht jetzt nochmal ein richtiges Spitzenspiel an. Am Samstag im Heimspiel gegen Kickers Offenbach. Wenn wir so an das Hinspiel zurückdenken, das 0:0 in Offenbach, das war schon ja, auch ein hartes Spiel, ein umkämpftes Spiel, das man auch als Topspiel bezeichnen konnte, oder? Ja, das war so. Offenbach hat sich gesteigert, wir haben uns gesteigert. Insofern hoffe ich, dass die Qualität nochmal deutlich höher sein wird als im Hinspiel. Ja, auch das ging 0-0 aus. Erste Halbzeit war eher für uns, zweite Halbzeit war dann deutlich an Offenbach, wo wir hätten auch verlieren können. Insofern wissen wir, was auf uns zukommt, dass der Gegner wirklich gut ist. Und ja, Marian und Sreto machen schon gute Arbeit als Trainerteam dort und haben eine Mannschaft auf ein Niveau gebracht, wo ich sage, ja, das wird auf jeden Fall ein Spitzenspiel. Jetzt trifft ja am Samstag auch die beste Offensive der Liga auf die beste Defensive. Glaubst du, es wird dann auch so genauso verbissen werden? Ja, auf jeden Fall wird hart gekämpft, da bin ich mir ziemlich sicher. Also die Offenbacher haben spielerisch auch Momente nach vorne auch sich zu entwickeln und Fußball zu spielen und Torgefahr zu erzeugen, haben sie zuletzt auch immer wieder mal gezeigt mit einigen Treffern. Ja, haben gut verteidigt, ja, haben auch eine gute Organisation, ein gutes Anlaufverhalten, was sich auch immer wieder mal verändert. Ja, eine Raumaufteilung in der Offensive, die einfach auch gut ist, wo wir gut verteidigen müssen, auch wahrscheinlich viel laufen müssen. Aber ich hoffe, dass wir unsere Lücken auch erspielen, dass unsere beste Offensive dann eben auch so in Erscheinung tritt, dass wir auch gegen eine starke Abwehr uns durchsetzen können. Dafür brauchen wir Durchsetzungsvermögen, aber auch eine Schnelligkeit im Kopf in den Handlungen. Und ich hoffe, dass das am Samstag wieder so sein wird. Um dann die Siegesserie auch fortzuführen, ist das auch so ein Punkt, der einem noch mal ein bisschen mehr Rückenwind gibt, der auch einen antreibt? Ja, es ist letztendlich jedes Spiel, egal wie es dann auch gewonnen wird, gibt erstmal 3 Punkte und gibt doch ein Stück weit mehr Selbstvertrauen. Und deshalb haben wir durch die letzten Siege einfach schon wieder mehr Selbstvertrauen getankt, auch mal schwierige Spiele zu überstehen. War jetzt am Dienstag eben zu erkennen, dass du sagst, boah, das lief nicht super gut für uns und lag in Rückstand und irgendwie deutete nicht viel darauf hin, dass wir das Spiel noch gewinnen. Auch dann den Glauben zu stärken, zu sagen, auch wenn das Spiel gegen Offenbach schwer wird, wir kriegen unsere Möglichkeiten auch noch das Spiel zu gewinnen und zu drehen, je nachdem wie es auch läuft. Das war, glaube ich, nochmal ganz wichtig und eine gute Erfahrung für die Mannschaft und wie gesagt, jeder Sieg bringt schon ein Stück weit noch mehr Selbstvertrauen. Hoffen wir, dass wir das auch am Samstag so sehen. Dann noch abschließend einmal, wie ist die Mannschaft aus der englischen Woche rausgekommen? Eros ist ja gelb gesperrt, wie sieht es ansonsten aus? Genau, es ist noch so, dass Sinan angeschlagen ist. Das weiß ich nicht, ob er spielen kann. Bei Manu Feil ist die Tendenz eher, dass er spielen kann. Ist aber auch noch angeschlagen, hat noch nicht trainiert. Also die 2 Fragezeichen gibt es im Kader noch. Eros steht fest, dass er nicht spielen wird und kann. Alles andere ist gesund geblieben und ich denke, dass auch dann am Samstag die Frische wieder da sein wird. Dankeschön. Gut.